schneller, weiter. Der neue Porsche Taycan. Wir haben ihn fast jeder Disziplin verbessert. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kevin Gieg und ich darf Ihnen heute als Baureihenleiter den neuen Taycan vorstellen. Wir sind stolz auf diese Erfolgsgeschichte. Bis zum heutigen Tag haben wir 150.000 Exemplare produziert. Fangen wir beim Design an. Mit neuen Bugteilen, neuen Heckteilen sowie neuen Hauptscheinwerfern und Heckleuchten haben die Kollegen von Style Porsche das klare puristische Design des Taycan weiter geschärft. Mit den flachen Hauptscheinwerfern verleihen wir dem Taycan noch mehr Breite, noch mehr Sportlichkeit. Die neuen LED-Hauptscheinwerfer mit hochauflösender HD-Matrix-Technologie mit 32.000 LED erzeugen nun die typische 4-Punkt-Grafik auch bei Nacht. Der Porsche-Schriftzug im Leuchtenband am Heck ist nun auf Wunsch erstmals mit Beleuchtung und Animation erhältlich. Für alle Modelle haben wir nun aerodynamisch optimierte Räder-Reifen-Kombinationen. Dies bedeutet eine On-Top-Reichweite von bis zu 40 km für alle Modelle. Machen wir beim Fahrwerk weiter. Eine unserer Kernkompetenzen. Alle Taycan-Modelle sind ab sofort mit einem adaptiven Luftfederfahrwerk erhältlich. Optional kann das neue Porsche Active Ride Fahrwerk geordert werden. Dieses System ermöglicht uns eine bisher nicht bekannte Spreizung zwischen Fahrdynamik und Komfort. Das neue System hält den Taycan stets horizontal bei allen Brems-, Beschleunigung- und Lenkungsvorgängen. Der Taycan klebt förmlich auf der Straße. Der neue Taycan ist außerdem deutlich schneller und stärker. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Mit dem Taycan und dem Taycan Turbo S als Sportlimousine erreichen wir die 100 km/h-Marke in 4,8 bzw. 2,4 Sekunden. Und wir sind damit bis zu 0,6 Sekunden schneller als Ihre Vorgänger. Mit der neuen Funktion Push-to-Pass aus dem Sport-Chrono-Paket können wir bis zu 70 kW in 10 Sekunden mehr Leistung abrufen. Abgeleitet aus der Rennstrecke erhöhen wir somit den Fahrspaß und erleichtern das Überholmanöver. Der neue Taycan Turbo S hat bei Launch Control 140 kW mehr Leistung. Dies bedeutet eine Systemleistung von genau 700 kW. Die maximale Rekuperationsleistung bei Verzögerungen aus hohen Geschwindigkeiten erhöht sich um mehr als 30% von 290 auf 400 kW. Obwohl unsere Modelle nun bis zu 15 Kilogramm leichter sind, ist die Serienausstattung noch umfangreicher geworden. So wie der Parkassistent mit Rückfahrkamera, anklappbare Seitenspiegel, beidseitig elektrische Ladeklappen, Wärmepumpe, Sitzheizung, Ambientebeleuchtung, Porsche Intelligent Range Manager, Drive Mode Schalter sowie die Servolenkung Plus nun serienmäßig. Die Porsche-Kunden profitieren künftig in mehrerlei Hinsicht von der Aufwertung der Modellreihe. So erhöht sich die WLTP-Reichweite auf bis zu 678 km. Dies bedeutet ein Plus von 175 km bzw. bis zu 35%. An DC-Ladesäulen mit 800 Volt erreichen wir damit Ladeleistungen bis zu 320 kW. In 10 Minuten gelingt es uns, bis zu 315 km nachzuladen. Auch die Laderobustheit steigert sich. Wir können die 300 kW bis zu 5 Minuten ermöglichen. Dadurch verringert sich die Ladezeit von 10 auf 80% trotz 12% höherer Batteriekapazität auf 18 Minuten. Lassen Sie mich die drei wesentlichen Vorteile des neuen Taycan zusammenfassen. Höhere Performance, schnellere Ladezeiten, weitere Reichweiten. Der neue Taycan ist eines der umfangreichsten Facelift in der Firmengeschichte der Porsche AG. Wir sind stolz auf das Erreichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.